So, Water Bottle. Haben wir ja, glaube ich, noch ein paar. Kostet 5, ne? Ganz ehrlich. Brauchen wir zweimal. So. Das dahin. Dann 3. So dahin. Die 2 kommt hier hin. Kann ich die 1 hier noch drauf packen? Das wäre lustig, wenn das gehen würde. Aber geht leider nicht. So, warte. So. Gut, dann haben wir das schon mal abgehakt. Das haben wir, das haben wir. Sponge, Strawberry Jelly. Sponge müsste hier sein. Ist gut, Preis 13. Kaufe ich mal zweimal. Wir haben ja noch Platz. Strawberry Jelly müsste hier sein. Ja, gut, Preis 23. Kaufe ich auch zweimal. Und ich hoffe, das wird alles verkauft, ne? So, Sponge. SpongeBob. Na, so. So. Wäre lustig, wenn ich jetzt die 3 hier noch hinkriegen würde, ne? Nein, egal. So, der kommt hier hin. Wir müssen bedenken, wir müssen unseren Mitarbeiter noch bezahlen, ne? Das müssen wir auch noch bedenken, dass wir ein bisschen Kohle noch auf Tash haben. Aber wir haben immer noch 263. Also diesmal lief richtig gut der Tag. Ich hoffe, es läuft jetzt beim nächsten Tag auch. So, und jetzt will ich noch Dogfood und Sugar holen. Sugar war hier. Kaufe ich auch zweimal, kostet 15. Und Dogfood müsste, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, lass mich kurz nachgucken, war das... Das war, glaub, war das hier? Nuts, Nüsse. Candy Bag, Potato Chips, Cheese Chips, Bananencerealien. Wo sind denn diese Onion? Ah, hier sind die, ne, oder? Ah, ne, Curry, doch, Curry Chips, hier. Das sind Curry Chips? Lol. Okay, wo ist denn Dog Food? Sag mal. Ah, hier, Dog, das ist Dog Food? Neben den Erbsen und... Okay, Dog Food. Auch Bestpreis, 19. Auch direkt zweimal. So, das wird jetzt erstmal reichen. Wir haben dann noch 95 auf Tash, wenn wir den Mitarbeiter bezahlen. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Und räumen mal die Regale ein. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das die Theorie stimmt, die ich habe mit alle 2 Tage. Weil, gut, der Sponge wurde jetzt zweimal hintereinander gefragt, genau wie das Dogfood. Aber meine Theorie, ob das wirklich so ist, werden wir sehen. Uah. So, direkt in den Laden. Peach. So. Tür auflassen. So, Dogfood. Das machen wir hier, glaube ich, oder? Oder nehmen wir machen das hier. Hier haben wir genug Platz. Dogfood kommt hier hin. So, Dogfood. Den Zucker packen wir natürlich hier drüben hin. Da, wo die Eier waren, glaube ich, ist ein guter Platz dafür. So, okay, ich gehe nochmal die anderen Pakete holen. Dumm, dumm, dumm. Aller Anfang ist schwer. So, Strawberry Jelly. Würde ich auch, glaube ich, hier reinpacken. Oder? Ja, hier oben vielleicht hin. So, Strawberry Jelly, Strawberry Jelly. Zahnpasta ist hier. Bin ich mal gespannt, ob die heute auch wieder so gut weggeht. Ich glaube zwar nicht dran. Water Bottle war hier. Ist ja dabei nämlich nicht mehr so viele. 2 Stück nur noch. Gut, ich habe auch ein bisschen was getrunken. Ich musste ja trinken. So ist es ja nicht. So, nochmal Water Bottle und zweimal den SpongeBob. SpongeBob. So, zack. Und würde ich, glaube ich, auch hier, oder? Ne, den packen wir hier rein. Den SpongeBob packen wir hier mit rein. Damit das Regal auch mal ein bisschen voller wird. So, gut, dann räumen wir mal ein. Also, wir haben hier die Strawberry Jelly. Die Marmelade.
Erdbeermarmelade. Lecker. Ich liebe Erdbeermarmelade. Wer keine Erdbeermarmelade mag, weiß ich nicht. Gibt es Leute, die keine Erdbeermarmelade mögen? Stimmt, ne? Das ist das Geilste, was es gibt. Schön auf einem frischen Brötchen Erdbeermarmelade. Mit schön lecker Schmierkäse unten drunter. Oh, diesen Classic. Oh, lecker. Könnte ich jetzt auch vertragen. So. Gut, dann hier. Und dann den letzten machen wir hier mittig hin. So, zack. Und bin mal gespannt, ob der... Ja, Mac and Cheese wurde ja einmal gekauft, ne? Sugar. Sugar, sugar. Makes me sugar. Sweet sugar. Sweetheart. Ist ja süß. Heißt ja Zucker. So. Du, 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 du. Du, du, du. Träume schon, wenn wir ausbauen. Das wird bestimmt ganz cool. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Muss ich ehrlich gestehen. Der erste Teil war ja echt cringy. Der lief zwar auch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber der hat auch schon... Aber ich muss sagen, der hat auch Spaß gemacht schon. Und der Entwickler hat sich hier echt Mühe gegeben. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ne, er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. So, das haben wir. Zucker ist voll. Dann machen wir hier direkt weiter mit Dogfood. Wollte ich jetzt hier hinpacken, ne? Dogfood, Hundefutter. Wo ist denn da? Da, ach, da ist ein Hund. Ach, wie süß. Nein. Ist ja süß. So. 4, 5. Okay, 5 sind, glaube ich, immer drin, ne? Kann das sein? So, 1, 2, 3. Oh, das wäre noch lustig. Multiplayer. Oh, wäre geil, wenn das ein Multiplayer hätte. Wo du so mit anderen Leuten, so vielleicht bis zu 3 Mann oder so, dass so einer so die Kasse übernehmen kann. Der eine kann einräumen, der eine spielt Chef, der andere kauft immer. Oh, überleg mal, mit 4 Mann. Einer räumt ein, einer Kasse, einer Chef kümmert sich um die Finanzen und der andere geht einkaufen. Oh, das wäre auch so geil. So, Zahnpasta. Okay. Zahnpasta sagst du, ja? So. Gucken wir mal. Kriegen wir es da hinten hin? Ja, ne? Wir mal ein bisschen vernünftig. Na. Vernünftig einsortieren. Wenn wir dabei sind. Ordentlich. Da bin ich ja sehr pingel. Da bin ich ja richtiger Monk, ne? Habe ich ja schon gesagt. So, warte. So. Es tut mir leid. Ich bin da... Ich mag's, wenn es ordentlich ist. Also ordentlich sortiert und so ein Kram. Ich bin da echt hab da so ein Fable für. Aber er heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier so ein Aufräum-Dings hab, ne? Also so ein, dass ich hier wirklich so alles klar Schiff haben muss. Sondern einfach, ich find's einfach, wenn's einfach ordentlich einsortiert ist. Sowas mag ich. Wenn das ordentlich aussieht. Ich habe jetzt keinen Aufräum-Tick oder so, ne? Ist nur, ich mag diese Ordentlichkeit. Mein Schatzi wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wenn du mein Zuhause auch so wärst. So, ich liebe dich, mein Schatz. So, hab dich auch lieb. So, gut. Aber das wäre echt im Multiplayer mega lustig. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, da ist zu viel Spalt. Da muss ich noch was tun. Da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Noch eine Zahnpasta? Das ist nicht symmetrisch. Da müssen wir was tun. Es tut mir leid. Nein, Da war zu viel Platz. So. Und so. Sehr schön. Ah, oh, das gefällt mir sehr gut. So, was haben wir jetzt hier noch? Ah ja, den Schwamm, ne? Den Schwamm können wir ruhig hier unten hinpacken. Den SpongeBob. So, den packen wir mal hier so hin. Da. Ja. So, warte. Ja. Sind, wie gesagt, erstmal die ersten Regale, ne? Also, das wird ja nachher alles noch viel, viel...
viel, viel besser. Der passt nicht ganz da rein. Der muss ein bisschen mehr dran. So. Ja. Muss ich ein bisschen anders hinstellen. So. Weil später die großen Regale, die haben wir ja schon gesehen. Da sind wir ja schon mal vorbeigefahren. Das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ich freue mich schon, den Laden dann auszubauen. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was morgen passiert. Wenn morgen der Yummy, oder wie hieß der jetzt? Yummy? Sammy? Sammy, glaube ich, hieß der, ne? Was der Sammy jetzt morgen macht. Kommen dann mehr Besucher? Hat er so ein, oder hat er so ein, ah, so wie in Amerika hier diese Leute an gewissen Einkaufsläden. Das sind ja so, sind das so Ferienjobs? Weiß es gar nicht. Die so Schilder hochhalten immer so. Hier, Sale und so ein Kram, weißt du? Das wäre geil. Bin mal gespannt, ob man später irgendwie echt so Sales machen kann. Das fehlt mir so ein bisschen wirtschaftsmäßig hier so. Dass du wirklich sagen kannst, die Preise, ne, dass du nicht die Preise halt wirklich übernehmen musst. So hier ein bisschen, so ein bisschen für die Kunden hier so ein bisschen, ne? Damit hier so ein bisschen, damit die sehen, was das ist, ne? Warte. Hallo? Warte. So, 6er-Pack, Toilettenpapier. Wer nimmt das nicht mit? Paper Towel. So, oder ist das Küchenrolle? Ach, das ist Küchenrolle. Das ist nicht Klopapier, das ist Küchenrolle. Klopapier war hier oben. Wurde tatsächlich gekauft. Oh, klar, Mist. Klopapier ist, glaube ich, auch sehr im Kommen. Das sieht gar nicht aus wie... Da steht sogar Limo drauf. Das sieht gar nicht aus wie Waterbottle. Das ist eher Sprite oder so. Oder gucken wir mal. So, warte. So. Da, da. Oh, diese Musik, ne? Hallo. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier, bei unserem kleinen Show räumen Sie das Regal ein. Ja, meine Blase ist voll, ich weiß, I know. So, wir müssen echt auf Leben auch aufpassen. Was passiert denn, wenn wir sterben? Dann knüpft uns der Arzt wahrscheinlich 250 ab und irgendwas passiert mit uns. Ich habe ein bisschen Angst, was er mit uns anstellt. Hallo? Hallo? Hä? Ich wollte schon gerade sagen, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich nicht leben. Die würde ich direkt hier vorne hinpacken. Die letzten drei Döschen. Döschen, Möschen. Irgendwann später werden wir die Regale eh immer voll haben. So, jetzt bin ich aber gespannt. Also, wir hatten gesagt gehabt. Lass mal eben kurz gucken. Wir haben gekauft, das haben wir eingekauft, ne? Wir haben Dogfutter eingekauft. Wir haben Sugar eingekauft. Wir haben Strawberry eingekauft. Waterbottle, wir haben alles davon eingekauft. Vortag gefragt. Strawberry Jelly, Sugar. Und zweimal hintereinander gefragt wurde quasi. Genau. Spot. Ah, die Bleiche. Das ist die Bleiche, die hätten wir nochmal kaufen sollen. Mal überlegen, ob ich echt nochmal die Bleiche nochmal kaufe. Also einkaufen lassen wir erstmal weg, das haben wir. Ich würde vielleicht nochmal die... Wir haben 6 Uhr morgens. Wir müssen, glaube ich, auch... Müssen wir was essen? Player-Status. Ja, essen und trinken müssen wir auch. Ich würde vielleicht die Bleiche nochmal kaufen. Es wird so langsam Tag, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich weiß, Blase ist voll. Kaufe ich die Bleiche morgen. Komm. Ich gehe beim Bäcker mal eben was essen. Wir müssen auch was trinken, ne? Oder? Ja, Water. Okay. Was kostet denn 11, 18, 57, 13, 15, 11. Bisschen Brot kaufen? Hat er sonst irgendwas, was er verkauft? Was ist das denn hier? Naja. Ah, ich hätte gern so einen Donut oder so. Bread. Ich kaufe ein Bread. Ich würde das direkt in ihrem Laden essen, wenn das in Ordnung ist, ja?
Ich nehme es einfach mit nach Hause. Ich esse das zu Hause. Wir können ja theoretischerweise, können wir doch auch ein bisschen was kaufen für zu Hause, oder? Ich versuche nochmal eben die Bleiche zu holen. Ich hoffe, ich habe... Oh nein, es ist morgens. Oh nein. Ich hoffe, das mit der Blase geht nicht schief. Gut, wir verlieren nur Leben dadurch, ne? Ich beeil mich! Wuhu! Dann können wir den Laden gleich schon öffnen. Die Nacht durchgemacht. Schnell die Bleiche noch eben holen. Und, was zu trinken für zu Hause. Das würde ich einfach zu Hause hinlegen. Das wird ja nicht schlecht oder so. Kann ich einfach in den Laden fahren? Geht das auch? Ja, so. Moin! Grüß dich! So. Schön, dass wir so eine große Einfahrt haben. Das finde ich super. So, die Bleiche. Die Bleiche war da. Bleach. Oh, High Price. 38. Gestern war die bestimmt günstiger. Dann scheiß drauf. Aber zu trinken würde ich mitnehmen. 5 kostet Wasser. Kaufe ich einen für uns. Für zu Hause. So. Tschüss, beehren Sie uns bald wieder. So, ab nach Hause. Einmal. Können wir nicht einfach... Ganz ehrlich. Ich frage mich, ob ich die Toilette und die Badewanne einfach mit in den Laden nehme. Weil warum soll ich zu Hause da rumhantieren? Ich würde das gleich mal ausprobieren, ob das geht. Das wäre mega lustig, wäre das. So. Dam, dam, da, 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 da. Ich mache den Laden schon mal offen. Dann würde ich mir das Essen auch hier lassen. Woohoo. So. Ja. Ding dong. Ja, wir haben ja 8 Uhr schon. Mist, eine Stunde schon verpasst. Scheiße. So, einmal. Zweimal. Das gute Bodenbrot. Lecker. So, unser Lager. So, müssen wir was trinken? Ich schau mal eben. Ja, trinken und Food müssen wir auch. Okay. Also, trinken wir mal was. Okay, beides voll. Und dann würde ich mal eben schnell ab nach Hause. Laden läuft, ja. Ich hoffe. Bis dann, Frankenstein. Ab nach Hause. Eben schnell Blase leeren, sauber machen. Es wäre witzig, wenn man sich nicht duschen würde oder so, oder baden würde, dass dann weniger Leute kommen, weil man halt stinkt oder so ein Kram. Das wäre halt, das wäre mega witzig. So. Ich bin gespannt, was in dem Let's Play alles noch so passiert. So, erstmal auf Toilette. Ah. So, fertig. Kann ich das mitnehmen? Pickup, ja. Pickup, ja. So. Weil wofür brauchen wir ein Zuhause, wenn wir doch sowieso vielleicht sogar da auf Toilette gehen könnten? Ich frage für einen Freund. Ganz ehrlich. So. Schauen wir mal. Du, 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 du. Hui. Ich komme. Uah, Vorsicht. Uah. So. Nein. Kann ich in den Laden reinfahren? Weil die Türen so groß sind. Geht das? Das geht. Sehr schön. So. Okay. Meine Garage ist gleichzeitig im Laden. Das ist sehr schön. So, warte mal. So. Ja, das ist doch sehr schön. Das finde ich doch... Das finde ich doch ein Traum. Dann kann man hier auch gleichzeitig, wenn man schon einmal hier ist, gleichzeitig ein Bad nehmen. So, warte. Oh, Moment. Eben hier gucken. So, warte. Ah, so. Ach, guck mal. Ach, das ist doch schön. So. Und gleichzeitig kann man hier noch... Ach, das ist doch ein Traum. Ach, so hier. Ah, guck mal, wenn ihr hier so... Ah, was eine Aussicht. Wenn ihr hier so sitzt. Was ist das für eine Aussicht, wenn ihr auf dem Klo sitzt? Ah. So. Player-Status sehr schön voll. Okay. Das ist halt... Gut.
So, was wird denn gekauft? Was wird gefragt bisher? Was? Das wurde alles schon gefragt? Ach, das ist bestimmt auch von gestern, ne? Oh, weil wir nicht schlafen gegangen sind, glaube ich. Kann das sein? Ja, wir sind nicht schlafen gegangen. Oh, holy shit. Okay, Zucker wurde schon verkauft. Mist, wir hätten schlafen sollen. Scheiße. Müssen wir ein bisschen jetzt drauf achten, was gekauft wird. Waterbottle ist auf jeden Fall schon gekauft worden. Sponge noch gar nicht gekauft. Dogfood. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Dogfood auch. Das ist eine Toilette, Alter. Was passiert denn mit den Wänden? Was? Hat er nicht gesagt, er kommt nächsten Morgen? Sami hat uns verarscht. Der kommt gar nicht. Der Sami. Sami. I love you, Matami. Großartig. Was ist denn jetzt gekauft worden? Zahnpasta glaube ich nicht. Mac and Cheese. Yeah, geil. Juhu. Guck mal eben, Sales. Sehr schön. Strawberry Jelly. Nice. Geil. Geht auf jeden Fall. Freunde, ich würde sagen, ich speichere mal eine Runde. Und in der nächsten Folge geht's spannend weiter hier bei Trader Life Simulator 2. Dann schaltet ihr wieder ein und dann werden wir unser Business erweitern. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.